Herzlich willkommen, Freunde, zu Let's Play Skyrim. Wir spielen endlich den fünften Teil der Elder Scrolls-Reihe gemeinsam. Doch bevor wir anfangen mit einem neuen Abenteuer, möchte ich noch ein paar Kleinigkeiten sagen, damit ihr auch wisst, was euch hier in diesem Let's Play erwartet. Zuallererst einmal ein großes, fettes Dankeschön an dich. Ja, genau an dich, der du gerade dieses Video schaust. Denn Skyrim ist eines meiner größten Lieblingsspiele aller Zeiten. Ich habe jahrelang darauf gewartet, es endlich zu Let's Play. Immer wieder kam irgendetwas dazwischen, jetzt ist es endlich soweit. Es bedeutet mir wirklich unheimlich viel, dass du jetzt hier reinschaust und dir dieses Let's Play anschaust. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, wie es dir gefällt. Außerdem lass einen Daumen nach oben da, wenn es dir gefällt. Und natürlich, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, auch ein Abo. Das hilft mir unheimlich weiter. All das und ganz besonders, wenn du kommentierst, freue ich mich riesig drüber, denn ich lese sehr gerne alle Kommentare. Okay, also dann wäre das schon mal gesagt und das lag mir auf dem Herzen, das ist ganz wichtig. Das nächste, was ganz wichtig ist, du und alle anderen, die hier schauen, ihr solltet wissen, dass ich Skyrim schon sehr, sehr gut kenne. Ich habe weit über 1000 Stunden Spielzeit in Skyrim und ich bin trotzdem noch nicht müde von diesem großartigen Spiel. Das heißt, ich spiele auch ungemoddet. Ich habe ein paar kleine Mods installiert, die das Spiel ein bisschen, ich sag mal, bessere Wettereffekte, bessere Lichteffekte, das war's auch schon. Und dann noch Mods, die es ein bisschen spielbarer machen, also bessere Menüführung und Bugfixes und so ein Kram, ja, so Kleinigkeiten halt. Ansonsten möglichst ungemoddet, weil ich einfach finde, dass das Spiel grandios ist, so wie es ist, und ich möchte es auch genauso gerne auf meinem Kanal festhalten. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich wie ich und ihr vermisst jetzt nicht irgendwelche Hypermods oder so, ja. So viel dazu, dann möchte ich gerne einen Charakter spielen, den wir ein wenig Rollen spielen werden. Ich werde jetzt also nicht 100% Rollen spielen, aber ich habe schon eine Art Hintergrundgeschichte und ich weiß auch schon, wie ich meinen Charakter skillen und ausrüsten werde. Das wird eine Art Waldläufer werden, also so wie man ihn eben aus Dungeons & Dragons, Baldur's Gate, Neverwinter Nights und so kennt. Falls ihr also Fans seid der Forgotten Realms, der Vergessenen Reiche, dann werdet ihr ungefähr schon wissen, wie ich meinen Charakter aufbauen werde. Alle anderen dürfen sich da gerne überraschen lassen. Alles weitere, Freunde, erfahrt ihr dann im Spiel, also verlieren wir keine Zeit mehr, starten ein neues Abenteuer mit einem neuen Charakter und einer neuen epischen Geschichte im Himmelsrand. Also los geht's. Ihr da. Endlich seid ihr wach. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, Dieb. Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht, hm? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden, aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das?
weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstad. Ich komme aus Rorikstad. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schor, Mara, Ibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgin. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilod immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ins Haus, sofort. Oh. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm. Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr werdet mich nicht umbringen! Will sonst noch jemand fliehen? Wartet. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Ja, wer sind wir, Freunde? Das dürfen wir jetzt bestimmen und genau das werden wir tun. Wir befinden uns hier in Himmelsrand oder auf Englisch Skyrim, dem Land der Nords, die wir hier sehen. Und ich zeige euch doch mal ganz kurz all die anderen Rassen, die es hier gibt. Wir fangen mal ganz oben an. Es gibt die Argonia, das sind Reptilwesen aus dem Schwarzmarsch. Dann gibt es die Bretone, die kommen hier aus Hochfels, das sind sozusagen Halbelfen, also Menschen mit Elfenblut. Dann gibt es die Dunkelelfen aus Morrowind. Und die Hochelfen gibt es hier, die kommen aus, wo haben wir es denn hier, Somerset? Oder Somerset, wie sie manchmal hier irgendwie sagen, oder Somers End oder so, je nachdem. Dann gibt es die Kaiserlichen, die kommen aus Cyrodiil, die Khajiit, die aus Elsewhere kommen. Dann eben die Nords, wie gesagt, aus Himmelsrand. Dann gibt es die Orks, die, naja, mehr oder weniger verteilt sind irgendwie. Die haben zwar ihre eigene Stadt, allerdings ist die oben in Hochfels, ne, bei den Bretonen. Dann gibt es hier noch die Rotwardone, die kommen aus Hammerfell. Und zu guter Letzt die Waldelfen, die aus dem Valenwald kommen oder eben Valenwood, wie es im Englischen heißt. Und viele Spieler sind der Meinung, dass man, weil man sich hier in Skyrim befindet und sollte man eben aufgrund der Story, die der Hauptcharakter letztendlich hat, die wir dann nach und nach noch kennenlernen werden, sollte man hier wohl einen Nord spielen. Viele finden, dass das passend ist. Genauso wie manche Leute finden, dass man in Morrowind einen Dunkelelfen spielen sollte und in Oblivion, was ja in Cyrodiil spielt, einen Kaiserlichen. Das ist so die verbreitete Mehrheit der Meinung. Ich persönlich sehe das aber aus dem Canon-Aspekt, denn im Canon-Aspekt ist es so, also die eigentliche Geschichte von Elder Scrolls, da ist es so, dass egal wo das Spiel stattfindet, der Charakter, den man spielt, kommt immer von außerhalb. Wir sind also immer ein Ausländer, jemand, der nicht aus der entsprechenden Provinz kommt, ja? Hier kommen wir auch nicht aus Himmelsrand. Wir könnten zwar einen Nord spielen, wir kommen aber nicht aus Himmelsrand. Genauso wie in Morrowind, da könnten wir auch einen Dunkelelfen spielen, kommen aber ursprünglich nicht aus Morrowind und werden deswegen immer als Fremder bezeichnet, genauso wie auch hier in Cyrodiil. Und dementsprechend ist es so, dass man praktisch spielen könnte, was man will. Man kann jede Rasse wählen, die man gerne möchte und es macht Canon trotzdem Sinn. Ich persönlich habe ein Lieblingsvolk und zwar mag ich immer am liebsten Dunkelelfen, Hochelfen
und Waldelfen. Da ich persönlich am liebsten den Wald mag und alles, was mit Wäldern zu tun hat, werden wir natürlich einen Waldläufer-Charakter spielen als Waldelfen und die nennt man hier in ihrer Sprache eben Bosma. Also werden wir den Charakter erstellen, dafür gehen wir mal rüber zum Körper. Es gibt hier Möglichkeiten, eben Geschlechter zu wählen und dann eben noch verschiedene Vorgaben, die man auch dann noch modifizieren kann. Genau das werde ich tun. Ich nehme meine Lieblingsvorgabe, werde die ein klein wenig modifizieren und dann sehen wir uns hier gleich wieder, Freunde. Ich werde das Ganze mal noch ein bisschen hier upspeeden, ne? Also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe den Prozess extra drin gelassen, nur ein wenig schneller gemacht. Falls ihr den Charakter gerne nachbauen möchtet, einfach auf YouTube pausieren, dann könnte euer Waldelf genauso aussehen wie meiner hier. Und die Frage ist jetzt, wie wird er heißen? Und da ich früher immer sehr gerne Heroes of Might and Magic Teil 5 gespielt habe und mir die Namen der Charaktere dort gut gefallen haben, werde ich einen davon nehmen. Und der Name ist tatsächlich Winrael. Ich finde, der passt super gut zu Waldelfen und deswegen nehmen wir den einfach mal. Also, Winrael soll es sein, ohne Nachname dieses Mal. Los geht's! Nicht viele Waldelfen würden es wagen, allein nach Himmelsrand zu kommen. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Wie ihr befehlt, Hauptmann. Es tut mir leid, wir werden dafür sorgen, dass eure Überreste nach Walenwald zurückgebracht werden. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Okay, wir haben wohl keine andere Wahl. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente. Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Aetherius übergeben. Um Talos Willen schweigt. Und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Ihr kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Waldelf, ihr seid dran. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Oh, da hat Raylolf recht. Wir folgen ihm mal ganz schnell hier. Und was haben wir denn hier? Ein Drache greift an. Überall regnen Meteoriten runter. Wir nehmen mal hier Schutz. Ja, und? Was ist das für ein Ding? Könnten die Legenden wahr sein? Legenden brennen keine Dörfer nieder. Wir müssen los. Jetzt. Ja, aber wohin? Hoch durch den Turm. Los. Hoch durch den Turm. Okay, dann wollen wir mal, Freunde. Auf geht's. Ihr habt schon gemerkt, ich bin in den Filmsequenzen immer ruhig. Oh Mist!
Oh, sogar das Feuer hat uns noch ein bisschen erwischt. Den hat's total erwischt. Was machen wir jetzt? Da geht's ziemlich tief runter. Auf der anderen Seite. Springt durch das Dach und lauft immer weiter. Geht's klar, dann wollen wir mal. Hopp. Wir folgen euch, sobald wir... Okay, hoffentlich kommen sie rechtzeitig hinterher. Gucken wir mal, was wir hier finden. Da geht's nicht weiter, da brennt alles. Wir haben nur einen Weg, den wir gehen können. Was ist denn hier draußen? Ihr müsst hierher kommen. Los. Tapfer, Junge, das macht oh nein, oh nein. So ist es recht so. Alle Mann zurück! Immer noch am Leben? Bleibt nah bei mir, wenn ihr wollt, dass das so bleibt. Gunnar, kümmert euch um den Jungen. Ich muss General Tullius suchen und mich der Verteidigung anschließen. Die Götter mögen euch leiten, Hadvar. Okay, dann folgen wir mal dem guten Hadvar hier. Einen der Kaiserlichen, die uns hinrichten wollten. Aber ich glaube, vielleicht, wenn wir mit ihm entkommen können, können wir beweisen, dass wir unschuldig sind. Schnell, folgt mir. Glücklicherweise hat der uns nicht gesehen. Okay, weiter geht's. Aber den hat er gesehen. Wir können auch nichts einsammeln. Unsere Hände sind gefesselt, unsere Arme sind gefesselt. Wir können nichts tun. Da fliegt er und die ganzen Kampfmagier heizen hier drauf mit ihren Feuerbällen. Mit Pfeil und Bogen. Schnell weg hier, Freunde. Ralof, verdammter Verräter! Aus dem Weg! Wir fliehen, Hadvar. Diesmal haltet ihr uns nicht auf. Schön. Ich hoffe, der Drache bringt euch alle nach Zogengarde. Los, in die Festung! Es kommt immer wieder. Okay, wir haben jetzt die Wahl, ob wir mit Ralof gehen oder ob wir mit Hadvar gehen. Ich würde sagen, wir gehen mit Hadvar ganz einfach deswegen, weil wir vielleicht beweisen können, dass wir unschuldig sind. Also, los geht's! Sieht aus, als seien wir die einzigen Überlebenden. War das wirklich ein Drache? Ein Bringer des Endes aller Tage? Wir machen uns besser auf den Weg. Kommt her! Lasst mich sehen, ob ich diese Fesseln nicht lösen kann. Klar doch, gerne. Na bitte, sucht euch etwas aus. Hier gibt es ja reichlich Zeug. Ich sehe mal, ob ich etwas gegen diese Verbrennungen finde. Ja, der gute Hadvar scheint gar nicht so verkehrt zu sein. Wir waren wohl einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Und vielleicht können wir ja beweisen, dass wir unschuldig sind. Seht nach, ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Ja, sehr gut. Wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, denn wenn wir mit den Rebellen in einen Topf geworfen werden, ist das sicher nicht sonderlich gesund für uns. Gucken wir mal weiter. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Ja, die suchen wir. Hier gibt es übrigens auch tonnenweise Bücher, wie das hier, Mischtaktiken. Und die sollte man lesen, wenn man sich mit Skyrim absolut gar nicht auskennt und ohne Vorwissen hier reinspringt. Dann kriegt man nämlich einen kleinen Rückblick auf das, was alles passiert ist. Ich kenne die meisten Bücher und ich kenne die Lore sehr gut, deswegen kann ich immer wieder ein paar kleine Anekdoten erzählen. Ich mache das halt immer dann, wenn es irgendwie relevant wird. So, gucken wir uns mal ganz kurz das Buch hier an. Hier werden zum Beispiel sämtliche Städte in Skyrim erklärt. Und das sollte man sich durchlesen, wenn man eben nicht weiß, was das für Städte sind. Und ich kann natürlich immer alles erklären hier zu den einzelnen Städten. Übrigens steht hier unten rechts in der Ecke Weißlauf. Das ist eine Stadt zum Beispiel in Skyrim. Ich kenne die englische Sprachausgabe nur sehr gut. Die deutsche spiele ich extra für euch, damit wirklich jeder mitkommen kann. Wenn ich anstatt Weißlauf also mal Whiterun sage oder anstatt Valenwald Valenwood und anstatt Himmelsrand Skyrim, seht's mir bitte nach, Freunde. Das ist ganz einfach der Grund hier. Okay, super. Nehmen wir das Buch auch mal mit. Es muss ein, zwei Schwerter in diesen Truhen geben. Seht euch um. Ja, das hast du schon mal gesagt. Du wiederholst dich. Was haben wir denn hier drin? Noch gar nichts. Haben wir schon mal reingeschaut, so wie es aussieht? Ein, zwei Schwerter hat er gesagt. Ob ihr in einer dieser Kisten eine Rüstung findet. Eisenschwert haben wir hier. Eisenschwert haben wir hier. Was ich also mache ist, schaut mal, wir gehen mal in die Rüstung hier. Dann drücke ich F, um das Ganze zu favorisieren. Super. Und dann legen wir die Schwerter an mit der linken und mit der rechten Hand. Wenn ich jetzt mal rauszoome und in der Third-Person-Perspektive bin, dann seht ihr, kann ich mit der R-Taste meine Waffen bereit machen. Und ich kann mit der einen Hand zuschlagen, mit der anderen Hand zuschlagen, ich kann mit beiden Händen zuschlagen oder auch einen Power-Angriff machen hier. Mit zwei Händen werde ich immer dann rumlaufen, wenn wir jemanden haben, der den Schaden für uns tankt oder wenn wir keine Angst haben müssen vor Schaden.
Ja, etwa, ist ja gut. Guck mal, ich habe schon zwei Schwerter hier. Siehst du? Da, siehst du Schwert Nummer 1 und Schwert Nummer 2. So, okay, jedenfalls, wenn ich die Schwerter wieder wegstecke, sieht es aus, als hätte ich nur ein Schwert. Das kann man mit einer Mod beheben. Das muss aber nicht sein, denke ich. Das ist rein kosmetisch. Ich habe aber eine ähnliche kosmetische Mod. Und zwar, wenn ich Q drücke, dann seht ihr hier meine Schwerter. Ne? Wenn ich jetzt die 2 drücke, kann ich mit der 2 die Schwerter jederzeit anwählen. Ne? Mehr dazu gleich. Jetzt gehen wir erstmal hier hin und nehmen die Rüstung, damit Head, was ich wieder ein bisschen beruhigen kann. Kaiserliche Rüstung 1, 2 und 3. Das Schwert nehmen wir ebenfalls noch mit. So, perfekt. Besser diese Rüstung an und schwingt das Schwert ein wenig. La, machen wir doch. Das Schwert haben wir eben geschwungen, er hat's gespürt. Und jetzt ziehen wir die Rüstung an. Helme mag ich nicht so, deswegen renne ich meistens ohne Helme rum. Ja, jedenfalls, so sehen wir jetzt aus. Ich bin ein Third-Person-Spieler. Das heißt also, wir spielen meistens in der Third-Person-Perspektive, außer ich will auf irgendetwas zielen oder irgendetwas zeigen. In Bewegung bleiben. Zum Beispiel das Ding hier. Ist immer noch da draußen. Genau, richtig. So. Dann mach mal auf hier. Können wir in Bewegung bleiben. Okay, etwa, dann geh mal vor. Kommt, hier entlang. Perfekt. So, einfach etwa hinterher. Darum ist er dort. Superklasse. Wir müssen los. Der Drache zerstört die gesamte Festung. Gebt mir eine Minute. Ich bin außer Atem. Habt ihr das gehört? Sturmmäntel. Vielleicht lassen sie mit sich reden. Hey, das wäre echt super, wenn die mit sich reden lassen. Ich meine, vielleicht können wir die auch um Hilfe bitten, um ihr Leben rauszukommen. Moment. Nur... Kaiserliche Hunde! Oh Mist, sie greifen uns direkt an. Sie lassen uns gar keine Wahl. Gut, dann müssen wir uns verteidigen. So, sehr gut. Kümmern wir uns mal um ihn hier, während sich Hedda um die andere kümmert. Einfach draufschnetzeln. Sehr gut. Lasst mich mal sehen, ob ich diese Tür aufbekomme. Boah, das ist echt schade. Ich meine, die Sturmmäntel, die hegen einen Groll gegen das Kaiserreich, denn sie wollen, dass die Nord und komplett Skyrim sich vom Kaiserreich lossagt. Das ist das Ziel ihrer Agenda. So. Okay, folgen wir ihm mal weiter. Und deswegen machen die jeden Kaiserlichen nieder, der ihnen entgegenkommt. Leider auch uns. Vorsicht! Oh, Mist! Zum Glück waren wir nicht da drunter. Verdammt, dieser Drache ist aber hartnäckig. Was macht ihr denn? Wir müssen raus aus Helgen, sofort! Diese Kaiserlichen lagern hier Tränke. Die werden wir brauchen. Da sind noch ein paar, vielleicht können wir mit denen reden. Tod dem Kaiser! Aber auch die greifen uns sofort an, ohne zu zögern. Da beschützen wir Helfer hier. Stimmt, das war um den anderen. Der Biss eines Sturms. Oh Mist, okay, der ist gut ausgewichen hier. Schlagen wir mal den anderen hier. Sehr gut, der ist erledigt. Können wir uns um den? So. Perfekt. Ein alter Lagerraum. Seht zu, ob ihr ein paar Zaubertränke finden könnt. Die könnten wir gut gebrauchen. Okay, dann schauen wir mal, ob wir was finden. Und alles andere nehmen wir auch mit. Diese schweren Kriegsäxte nehme ich nicht mit, denn so viel mehr wert sind die auch nicht. Ich meine, die sind mehr wert dafür, dass sie auch schwerer sind. Aber ich nehme lieber viel kleines Zeug mit als wenig großes Zeug hier. Und dann schauen wir, ob wir ein paar Tränke finden. Hier ist zum Beispiel ein Heiltrank, den wir mitnehmen können. Da ist ein bisschen Salz, das kann man für alchemistisches Zeug benutzen. Und hier drüben gibt es nichts weiter, außer Kaninchen, die aufgehängt wurden. Und noch ein Vogel, ein Fasan und ein Kaninchen. Eine eigenartige Kombination. Okay, was haben wir denn hier? Fass mit Zaubertränken, superklasse. Noch irgendwas? Da drüben ist noch ein bisschen Salz und noch ein Zaubertrank der geringen Heilung. Können wir gut gebrauchen. So, hey Hedwa, ich hab alles. Und fertig. Klar. Okay, so. Die Folterkammer. Ihr Götter, ich wünschte, die würden wir nicht brauchen. Ja, das wünschte ich auch. Wenigstens tut das Hedwa leid. Ich meine, es herrscht halt Krieg, ne? Und da müssen auch mal Leute gefoltert werden, um Informationen rauszuholen. Sehr schön, das war die Killcam. Super. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Diese Jungen schienen ein wenig aufgebracht über die Art und Weise zu sein, wie ich ihre Kameraden unterhalten habe. Ja, der hat Spaß. Wisst ihr denn nicht einmal, was vor sich geht? Ein Drache greift Helgen an. Ein Drache? Bitte. Kommt nicht mit solch einem Unsinn. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, habe ich von dort drüben seltsame Geräusche gehört.
Kommt mit uns. Wir müssen hier raus. Ihr habt mir nichts zu sagen, Bürschchen. Habt ihr mich nicht gehört? Ich sagte, die Festung wird angegriffen. Vergesst den alten Mann. Ich begleite euch. Wartet einen Moment. Es sieht so aus, als wäre etwas in diesem Käfig. Macht euch damit keine Mühe. Ich habe den Schlüssel vor Ewigkeiten verloren. Der arme Kerl schrie wochenlang. Könnt ihr da was machen? Wir brauchen alles, was wir kriegen können. Gern. Nehmt all meine Sachen, bitte. Schnappt euch, was ihr könnt. Und dann nichts wie raus hier. Geht klar. So, wir haben ja Erfahrung mit Dingen aufmachen, denn die, wie soll ich sagen, die Waldelfen haben in ihrer Kultur etwas, das nennt sich das Recht des Diebstahls, und damit sind sie natürliche Diebe, denn sie sind, in der Kultur der Waldelfen ist das so, wenn man als Waldelf jemand anderem, einem anderen Waldelfen etwas stiehlt, dann hat man das Recht, das zu behalten und es dieser Person, der man es gestohlen hat, sogar wieder zurückzuverkaufen, und der kann nichts dagegen tun, denn wer sich etwas stehlen lässt, ist selbst schuld, und wer es schafft, etwas zu stehlen, der hat es verdient, es zu behalten, und dementsprechend sind alle Waldelfen natürliche Diebe, auch unserer. Rein rollenspieltechnisch natürlich, ne, wisst ihr, Freunde, aber das ist tatsächlich Lore. Na gut, hier ist noch ein Buch, hier Geschichte, Überblick des Kaiserreichs, Band Nummer 2. Auch hier kann man ein bisschen was nachlesen. Ich blätter einfach durch, falls ihr auf YouTube pausieren möchtet, um das selbst zu lesen. Wie gesagt, wie ihr das eben gemerkt habt, ich werde immer wieder ein bisschen was zur Lore sagen, der einzelnen Völker und Fraktionen und so. Hier ist noch ein Buch, Überblick des Kaiserreichs Band 1. Ne? Das sollte man natürlich zuerst lesen, falls ihr auf YouTube pausieren möchtet, was ich kaum glaube, dass es irgendjemand tut, aber trotzdem, ne, hier, der Vollständigkeit halber. Gerade jetzt hier in der ersten Episode, die ist ja, da ist ja viel Tutorial und so, da erkläre ich natürlich richtig viel. Das wird dann später nach und nach ein bisschen weniger werden. Und dann reden wir mehr über Lore, über Story und so ein Kram, ne, all diese Dinge. Wie gesagt, wir werden da so ein bisschen Semi-Rollen spielen. Das hier ist das Buch des Drachenblutes, also das Buch des Dragonborn. Und hier wird die Legende des Dragonborn, des Drachenblutes, erklärt. Die könnt ihr euch auch in Ruhe durchlesen. Das ist quasi die Grundlage von diesem Spiel hier. Wichtig ist jedenfalls, im Prinzip kann jeder ein Drachenblut sein, also auch wir theoretisch. Und ich habe so ein Gefühl, dass wir vielleicht ein bisschen mehr über diese Geschichte erfahren werden im Laufe des Spiels. Dann gibt es hier noch ein paar bisschen Zeug. Und damit können wir das hier aufmachen. Der hier nennt mich übrigens an Palpatine von Star Wars. Er hat Spaß daran, Leute Blitzen zu foltern, wie ihr vielleicht gesehen habt. Ja gut, machen wir das mal auf. Schlösser knacken ist ganz einfach, das erkläre ich bei Gelegenheit mal ein bisschen genauer. Jedenfalls ist es mehr oder weniger Trial and Error. So, Malertrank, das Zeug nehmen wir auch noch mit hier. Hier haben wir noch eine Ego-Perspektive, ein bisschen Gold. Und hier haben wir ein Zauberbuch und alles, was der hat, nehmen wir ebenfalls. Wunderbar. Dann gehen wir auf die Objekte und rüsten mal hier unsere Kapuze aus. Die werden wir ebenfalls favorisieren, denn damit habe ich etwas vor. Und waffenmäßig nichts Besonderes. Ein Eisendolch können wir mal favorisieren hier. Der Rest kann von mir aus gerne so bleiben, wie er ist. Und dann gehen wir zu den Zauberbüchern, denn wir können Zauber lernen hier, wie zum Beispiel Funken. Super. Und Funken wäre jetzt hier bei Magie, ich zeig's mal ganz kurz, ne, natürlich der wichtigste Zauber für einen Folterer. Blitze! Blitze! Sehr schön! Aber die werden wir kaum benutzen, weil die kosten viel Mana und die machen weniger Schaden als Flammen, als Feuer. Deswegen habe ich die nicht favorisiert, aber alles andere hier favorisiere ich. Habe ich das eigentlich schon gemacht? Visible Favorite Gear? Gucken wir ganz kurz. So, das machen wir mal an, das ist eine kleine Mod. Was die macht, erkläre ich euch später. Und dann, Dolch, hier, das bleibt so, Flammen packen wir einfach mal auf die 7, das kann nicht schaden, das auf die 4, wunderbar, die Kapuze machen wir auf die 8, weil 9 geht leider nicht, hier beherrschen, legen wir hier an, perfekt. So, ihr seht, wenn ich die Kapuze anlege, habe ich automatisch ein bisschen mehr Mana, bei Schwerter behalten wir, und ich mag das, ich finde das cool, einfach so eine Kapuze angelegt zu haben, gerade für einen Waldläufer-Schurken-ähnlichen Charakter, und ne, mit der 8 kann ich das dann an- und ausziehen, je nachdem, ob wir in Aktion sind oder nicht. So, weiter geht's. Dann gibt es keinen Ausgang, versteht ihr? Hier können wir jetzt noch ein paar Türen öffnen. In manchen ist was drin, in manchen nicht. Schlösser knacken geht halt so, dass man ausprobiert, ob man das Schloss nach links drehen kann. Hier ist nichts. Ich zeig's gleich mal bei dem nächsten. Das ist dieses Schloss hier. So. Also ich probiere quasi links oder rechts zu drehen. Das geht gerade nicht weiter. Mit Analogsticks an der Konsole geht das viel einfacher. Da kann man nämlich mit Gefühl drücken. Hier kann man nicht mit Gefühl drücken. Hier geht das nur mit Kraft. Mit Kraft drücken, kennt ihr, ne? Auf dem Klo und so. So, machen wir mal hier das Ding da und das da auch noch. Sehr gut. Nicht mit Gefühl, Freunde. Mit Gefühl kommt man nicht voran. Mit Kraft geht's voran. Okay. Dann haben wir hier ein Skelett. Sehr gut. Dann haben wir hier noch schäbige Robe. Ein toter Sturmmantel. Ist hier noch irgendwas drin? Nope, da ist nichts mehr. Hier ist auch noch ein Skelett. Sowas wie hier Knochenmehl, ne? Das kann man auch, ist eine alchemistische Zutat.
alter Waldläufer wie wir kann es mitnehmen. Wir sind übrigens Waldläufer in Ausbildung. Wir kamen hierher, um zu lernen die Kunst des Monsterkillens. Für Geld natürlich und zum Kram und um hilflose Leute zu beschützen. Dabei haben wir Gerüchte gehört, dass hier... Klar doch! Dabei haben wir gehört, dass hier gefährliche Kreaturen sein sollen. Die gefährlichste, der wir bis jetzt begegnet sind, war der Drache. Gleich die allererste, als wir festgenommen wurden. Und ja, unser Ziel ist es praktisch, Menschen zu helfen. Wo ist der Ausgang? Einen Moment. Lasst mich nachdenken. Okay. Auch die greifen sofort wieder an. Na gut, dann wollen wir mal. Greifen wir sie mal hier. Wunderbar. Oh, da kommen noch mehr. Kümmern wir uns mal um den hier. Oder um sie hier, besser gesagt. Sehr gut. Der andere hat uns geholfen hier. Da drüben ist noch einer und es wird hier mit Pfeil und Bogen auf uns geschossen. Oh mein Gott, lass mich vorbei. Ich will ihn beschützen. Super. Jedes Leben zählt. Also, jedes Leben auf unserer Seite. Dann sprinten wir mal darüber. Aber sprinten ist gerade nicht so. Ich kann auch hier das Öl anzünden mit Feuer. Seht ihr? Sehr, sehr schön. Einer ist sogar draufgegangen. Wunderbar. Pfeil und Bogen im Nahkampf ist nicht so gut. Und den haben wir ebenfalls ins Feuer gelenkt. Haha, perfekt. Wie in alten Baldur's Gate Zeiten. Wir nehmen Pfeile mit. Eisenschwert kann auch nicht schaden. Ein Langbogen auf jeden Fall. Und alles andere wiegt mir gerade eh zu viel. Das lassen wir mal da. Auch hier können wir Pfeile mitnehmen. Und den Langbogen lassen wir ebenfalls zurück. X-Axt, komm, die nehmen wir mal noch mit hier. Super. Viel Glück, ihr beiden. Okay, da kümmert sich um den Alten und bleibt zurück. Sehr gut. Dann wollen wir das nächste Objekt favorisieren. Und zwar hier den Langbogen. So, und jetzt seht ihr, was Visible Favorited Gear macht. Diese Mod, die ich installiert habe. Ihr seht, alle Waffen... Kommt gleich etwa. Ich muss nur noch gerade den Zuschauern was erklären. Alle Waffen, die ich hier angelegt habe, seht ihr? Die kann man sehen. Normalerweise wird bei Elder Scrolls immer nur die Waffe angezeigt, die gerade ausgerüstet ist. Aber hier sehe ich alle, die ich hier favorisiert habe. Und das finde ich halt mega cool so, ne? Wisst ihr? So, na gut. So Kleinigkeiten halt. Auch das Menü, die Menüführung hier, die ist eben an die PC-Version angepasst. Das heißt Sky UI. Okay, weiter geht's. Mal sehen, wo das hier hinführt. Da liegt eine Fackel. Und da ist ein Hebel. Mach mal den Hebel. Perfekt. So, okay. Dann wollen wir mal eine Fackel ausrüsten. Wo finden wir die nochmal? Hier, Torch, ne? Wenn wir die ausrüsten, tragen wir die immer in der linken Hand. Perfekt. Verdammt, da entlang geht es nicht zurück. Wir hatten noch Glück, dass das nicht über uns zusammengebrochen ist. Oh ja, das hatten wir. Besser weiter. Sicher finden die anderen ihren eigenen Ausweg. Okay, schauen wir mal, ob wir vielleicht da hinten noch irgendeinen Weg finden. Zurück geht's nicht mehr. Ja, hoffentlich finden die anderen raus. Der Folterknecht, wisst ihr noch? Der hat uns ja ein bisschen geholfen. Ich habe die Fackel übrigens mitgenommen für euch, damit ihr ein bisschen was sehen könnt. Ich glaube, bei YouTube ist das später ein bisschen dunkel. Aber ist auch schön. Ich finde das stimmig, mit so einer Fackel rumzulaufen. Ich werde auch Lichtzauber und so einen Kram benutzen, wenn sich die Gelegenheit dafür ergibt. Fallt nicht zurück. Nein, nein, wir fallen nicht zurück. So. Okay, da ist noch ein bisschen, oh, Geld, ein bisschen Gerippe. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Ja, der führt nirgendwo hin. So, dann wollen wir mal. Da drüben sind ein paar Spinnchen. Die schießen wir mal ab hier. Und Treffer, genau zwischen die acht Augen. Und dann ist da drüben auch noch ein kleines Spinnchen. Auch da schießen wir mal drauf. Oh Mist, das ging daneben. Die ist ausgewichen. Aber ihr seht, die hören die Pfeile. Und dann laufen die dahin, wo die Geräusche gehört haben. Super, die sind alle erledigt. Wunderbar. Lassen wir ihn doch mal vorgehen, die guten Herr etwa. Und da kommen tatsächlich noch mehr. Die einen haben wir erwischt. Wo ist Hedwa eigentlich hin? Will uns nicht mal langsam helfen hier? Sehr gut, die haben wir. Oh, wir haben alle allein erledigt. Super, klasse. Ja, er macht Witze, ob als nächstes Riesenschlangen kommen. Hör mal, wir haben die ganze Arbeit gemacht hier. So, da ist noch etwas. Frostgift. Das ist dieses von den Frostgiftspinnen, die da lassen Gift, ne? Das ist ziemlich gut für den Anfang. Okay, so, ich habe noch mein Schwert angelegt. Dann haben wir auch wieder eine Fackel dabei. Hey, Hedwa, ich bin da. Ich bin da und fit. Drüben gibt es noch was zu finden hier. Ich werde nicht immer wegen jedem Eisendolch umdrehen. Halt. Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Vielleicht können wir uns an ihr vorbeischleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie.
geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Okay, ihr habt ja schon gesehen, wie Schleichangriffe funktionieren. Das habe ich vorhin gezeigt, also muss ich es bei der Bärin nicht zeigen. Deswegen schleiche ich mich vorbei, denn ich will es vermeiden, unnötig Tiere zu töten. Das ist eine... Oh, bist. Eine Art Mini... Langsam. Eine Art Mini-Challenge, denn wir töten Monster, aber keine Tiere. Nach Möglichkeit. Also Tiere, die nicht unbedingt getötet werden müssen, töten wir nicht. Wisst ihr? So, das habe ich mir das gedacht. Das war knapp. Sehr gut. Aber es wird genug Tiere geben, die wir töten müssen, Freunde. Keine Sorge. Es mangelt nicht an Action. Das sieht wie der Ausgang aus. Ich fing schon an zu zweifeln, ob wir es jemals schaffen würden. Superklasse, das ist der Ausgang, Freunde. Da gehen wir raus in der nächsten Episode. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei weiteren Episoden von Let's Play Skyrim. Und in der nächsten Episode gehen wir dann hier raus, denn wir sehen endlich Licht am Ende des Tunnels und mal schauen, welches Abenteuer da dann auf uns wartet. Vielen Dank nochmal, Freunde, fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann. Tschüss.